Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ihr könnt es schon erkennen, was trage ich gerade? Ein Hoodie, genau. Und zwar gibt es heute das Video zu den besten Hoodies für den Frühling. Es ist ja noch Frühling, der Sommer ist noch nicht, keine Sorge. Ein Video zu kurzen Hosen, Sommer-T-Shirts und was auch immer alles für den Sommer kommt noch, keine Sorge. Aber der Sommer ist noch nicht am Start. Deswegen erstmal noch jetzt hier wie zum Beispiel Hoodies und ich denke mal, dass auch Hoodies sehr, sehr viele von euch interessieren und ich will auch gar nicht so viel labern. Doch vorher muss ich noch kurz ein, zwei Dinge loswerden und dann starten wir auch direkt rein in das Video. Ihr kennt das Ganze, Freunde. Ich werde euch Hoodies zeigen, die ich euch empfehlen kann, die nice sind. Was will man mehr? Und zwar erstens zu den Sachen, die ich noch loswerden wollte. Es tut mir leid, dass momentan die Videos so unregelmäßig kommen. Sie kommen aber leider nicht so oft wie normalerweise. Normalerweise 2 Videos die Woche. Jetzt gerade versuche ich, jede Woche ein Video hinzubekommen. Nehmt's mir nicht übel, aber momentan ist einfach eine sehr, sehr stressige Phase. Ich habe jetzt noch bald Klausurphase. Ich muss Facharbeiten für die Uni abgeben. Währenddessen noch mein Umzug. Das ist gerade alles unfassbar schwierig. Keine Sorge, das Ganze ist auch bald vorbei. Dann gibt es wieder, wie gewohnt, 2 Videos die Woche. Wer jetzt aber von euch sagt, Jan, ich muss dein Gesicht öfter als einmal die Woche sehen, was ich nicht verstehen kann, der kann auch sehr, sehr gerne entweder live bei Twitch vorbeischauen oder, wer es zeitig nicht schafft, kann auch sehr, sehr gerne meinem Zweitkanal hier bei YouTube folgen. Dort kommen alle Streaming-Highlights eben jeden Tag online aus meinen Twitch-Streams. Das heißt, jeden Tag gibt es auf diesem YouTube-Kanal ein Video, könnt ihr sehr gerne abchecken. Unten verlinkt mein Zweitkanal, jeden Tag ein Video. Ihr kennt das Ganze, wir fangen mit dem preiswertesten an, steigern uns von Hoodie zu Hoodie zu Hoodie zu Hoodie im Preis. Am Ende ist es dann so teuer, dass wahrscheinlich eh keiner mehr kauft. Ich habe heute sehr viele coole Hoodies dabei, es sind insgesamt 15 Stück und wir legen jetzt los, Freunde. Lehnt euch zurück, gönnt euch. Let's go. Wie gerade schon gesagt, wir starten mit dem allerbilligsten Hoodie und da gibt es eigentlich nur wenige Seiten, wenn es um wirklich, wirklich preiswert geht, die da in Frage kommen. Die erste Seite wäre einmal Boohoo Man. Ihr könnt es schon sehen. Das wäre einmal der Hoodie, den ich rausgut hätte, auch in so einem Melange Grau, wie ich jetzt zum Beispiel gerade anhabe. Nur eben noch mit diesen weißen Akzenten an den Ärmeln, die ich eigentlich in dem Fall gar nicht so schlimm finde. Ich finde eigentlich ganz cool. Ich fände es, glaube ich, noch ein bisschen geiler, wenn die Bündel hier am Arm auch weiß wären. Ich finde den Print ganz nice mit diesem Orange, United States, Cleveland. Ist jetzt nichts mega krasses, aber ihr könnt sehen, für 24 Euro ist das wirklich vollkommen okay. Ihr müsst wissen, Boohoo Man ist, würde ich mal sagen, das amerikanische ASOS. Da ist gefühlt 95% nur Trash, aber dann sind es auch 5%, die eigentlich ganz nice sind. Ist jetzt keine krasse Qualität, aber für 24 Euro kann man eigentlich mal nicht so viel erwarten. Das wäre mal der Hoodie, auch unten verlinkt. Ne? Generell, wie alles, ist natürlich unten verlinkt. Und wir machen auch direkt weiter. Wenn es um preiswerte Hoodies geht, gibt es auch eine Brand, die auf jeden Fall in dieses Video muss. Und das passt auch ganz gut, denn dann habe ich auch die Frage geklärt, von wo der Hoodie ist, den ich trage, weil die wird auf jeden Fall auch kommen. Das weiß ich jetzt schon. Und zwar geht es um Statement und die berühmt-berüchtigten 35 Euro Basic Hoodies. Ihr könnt sehen, Statement haben auch noch Zipper und Jogginghosen und viele andere Sachen. Aber in dem Video geht es erstmal um die Hoodies und das hier wären die Basic Hoodies. Ihr könnt sehen, es gibt auch immer mal wieder neue Farben, die reinkommen, wie zum Beispiel hier diesen Sandton, der ist jetzt erst vor kurzem reingekommen, habe ich auch zufälligerweise gerade hier liegen. So sieht das Ganze aus. Das hier wäre zum Beispiel einmal der Hoodie. Und ich muss sagen, ihr könnt es ja auch angezogen gerade bei mir sehen. Für 35 Euro habt ihr wirklich eine akzeptable Qualität. Die ist wirklich nicht schlecht, keine Frage. Und der Fit vor allem ist unfassbar nice für den Preis. Schöne stehende Kapuze, schöner, ja, lockerer, entspannter Fit. Finde ich einfach nice, bin ich großer Fan von. Und es gibt einfach wirklich jede Farbe. Es sind auch noch, glaube ich, neue Jogginghosen reingekommen, im selben Stoff nochmal. Wir haben Zip-Hoodies, also ihr könnt sehen, die Website ist komplett voll. Und das wurde jetzt alles vor kurzem gerestockt, deswegen ist alles wieder am Start. Check das sehr gerne ab. Unten auch verlinkt, 35 Euro. Dicke, dicke Empfehlung von mir. Ich trage eine Size L überall, bin 1,82. Und wenn ihr einen günstigen Basic-Hoodie haben wollt in vielen Farben, Statement ist auf jeden Fall, der richtige Anhaltspunkt, sagen wir es mal so. Die nächste Brand habe ich tatsächlich erst vor kurzem entdeckt. Und zwar, glaube ich, auf TikTok habe ich diesen Hoodie irgendwie übel oft gesehen. Und zwar geht es um Strada oder Strada Worldwide. Wirklich, habe ich noch nie was von gehabt. Ich kenne auch die Brand nicht wirklich, aber ich habe halt den Hoodie hier, und zwar den hier, sehr, sehr oft bei TikTok gesehen. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Fit sieht sehr nice aus. Print gefällt mir mit diesem rosanen Akzenten in braun. Cooler Hoodie, 55 Euro, ist, denke ich mal, auf jeden Fall sehr entspannt, kann man safe machen. Oversize Fit, 400 GSM steht hier und ja, ihr könnt ja sehen, der Fit sieht entsprechend cool aus. Schön cropped geschnitten, locker und
Gefällt mir. 55 Euro ist auch noch vollkommen okay. Könnt ihr auch sagen, abchecken. Ist unten verlinkt. Strada Worldwide, denke ich mal, ist die Brand. Shoutouts gehen raus. Auf jeden Fall ein sehr, sehr entspannter Hoodie. Der nächste Hoodie ist so ein bisschen auf CPFM angelehnt. Geht mir so ein bisschen die Vibes. Und zwar dieser hier von Urban Outfitters für 59 Euro. Und ich muss sagen, auch der gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Wir haben so ein ausgewaschenes Braun. Dann haben wir dieses knallige Blau da drauf. Dann diese Sonne, die so ein bisschen wie diese Casino-Sonne aussieht. So, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und noch mal in Lila so eine Schrift. Und ich denke mal, dieses Slowdown ist ein Puffy-Print, sieht auf jeden Fall so aus. Und vor allem eben dieser Puffy-Print mit diesem Verspielten gibt mir einfach diese CPFM-Vibes. Finde ich sehr geil, 59 Euro und der gefällt mir. Ich bin Fan von so verspielten Hoodies, vor allem auch vom Puffer-Print. Könnt ihr gerne abchecken, Urban Outfitters, unten verlinkt. Sehr, sehr wichtig. Vicinity, eine Brand, die mittlerweile, denke ich mal, die meisten kennen sollten, vor allem durch die Instagram-Werbung, die vor allem ich sehr, sehr oft, ich würde sagen, jede 30 Minuten gefühlt auf Instagram gesehen habe. Und ich glaube, so geht es einigen von euch auch. Auf jeden Fall haben die unter anderem in ihrem neuen Drop Hoodies gedroppt. Und dieser Hoodie hier für 60 Euro gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. In so einem Creamton, mit diesem Artwork vorne drauf, wo ich nicht mal richtig erkennen kann. Also das sind so Soldaten, würde ich sagen. Lost Boys steht da. Und der gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Den gibt es auch noch in Lila, wenn ich mich nicht täusche. Genau hier ist der in Lila. Und ich kann jetzt schon mal sagen, keine Sorge, Freunde, zu den ganzen Sachen kommt auch bald ein einzelnes YouTube-Video. Aber das dauert noch ein kleines bisschen. Aber könnt ihr gerne abchecken. 60 Euro geht auch vollkommen klar. Und auch der Fit und vor allem auch die Designs von beiden Hoodies gefällt mir sehr, sehr gut. Vicinity. Gerne abchecken, natürlich auch unten verlinkt. Der nächste Hoodie wäre einmal von Jaded. Ja, Jaded gab es irgendwie auch lange in diesen Videos nicht mehr. Aber jetzt wieder am Start und zwar mit diesem schwarzen Hoodie mit so Gesichtern drauf. Bin ich eigentlich gar nicht so der Fan von, aber ich muss sagen, sieht irgendwie cool aus. Vor allem der Fit mit diesen längeren Ärmeln, leicht cropped geschnitten, relativ kurz. Und ich muss sagen, der gefällt mir optisch. Könnt ihr hier auch nochmal sehen, wie das Ganze aussieht. Das wäre einmal der Hoodie. Und ich bin Fan. Was soll ich sagen, Freunde? Sieht cool aus. Kostet 87 Euro. Jaded London in letzter Zeit irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, was Versand betrifft. Ich habe da irgendwie immer in letzter Zeit 2 Wochen gewartet. Also seid euch dessen bewusst. Vested ist tatsächlich auch am Start. Und zwar nämlich mit diesem braunen Hoodie. Mit so einem Artwork drauf, auf Geometrie angelehnt. Keine Ahnung, so ein Viereck mit so... Ich weiß nicht ganz, was das sein soll. Auf jeden Fall ist der braun. Unten steht nochmal Vested drauf und der sieht eigentlich ganz entspannt aus. Kostet 90 Euro. Vested, Qualität und Shipping 1A, wissen wir mittlerweile alle. Muss ich nichts zu sagen. Vor allem eben auch die Qualität bei Vested sehr, sehr gut. Und ja, das wäre der Vested Hoodie in braun. Könnt ihr auch sehr gerne abchecken. 90 Euro. Eine Brand, die auch, glaube ich, noch nie in diesem Video war, beziehungsweise in diesen Videos aus dieser Videoreihe, wäre einmal Devil Love Clothing. Und zwar haben die so einen Balaclava-Hoodie rausgebracht. Das heißt, wir haben einen Hoodie mit integrierter Balaclava. Kennt ihr alle, ne? Vor allem im Winter mit diesem Zack-Zack, wo man nur die Augen sieht, so auf Sturmhaube angelehnt. Und die ist hier irgendwie integriert. Muss man nicht tragen. Man kann den Hoodie auch so tragen. Und ich muss sagen, so vom Fit sieht der Hoodie ja geisteskrank aus. Der ist geil cropped geschnitten, schön boxy, die Kapuze steht perfekt. Und an sich ein cleaner schwarzer Hoodie ist natürlich jetzt nichts mega krasses. Vom Design her ist ein schwarzer Hoodie. Könnte man sich auch denken, okay, kaufe ich mir lieber einen schwarzen von Statement. Das müsst ihr dann wissen. Aber ich finde auch vor allem diese Balaclava-Funktion, vor allem auch im Winter, irgendwie voll geil. Habe ich noch nie so gesehen, dass die so mit integriert ist. Normalerweise, was ich bis jetzt gesehen habe, war so von Entire Studios zum Beispiel mit dieser Kapuze, die man zumachen konnte. Aber hier ist die so irgendwie mit drin am Start. Kann man bestimmt auch einfach rausmachen. Aber doch, hier steht auch Detachable. Das heißt, man kann die einfach rausmachen. Dann hast du einen ganz normalen schwarzen Hoodie. 100 Euro kostet das Ganze, ein bisschen teurer. Aber ich finde es irgendwie cool. Checkt sehr gerne ab. Devil Love Clothing, auch unten verlinkt. Eine Brand, die mittlerweile irgendwie immer öfter in diesen Videos vorkommt, wäre einmal Racer Worldwide mit diesem Hoodie hier. Und zwar ist es auch ein schwarzer Hoodie mit so einem abgespaceden Galaxie-Print, was auch immer, wo einmal Racer Worldwide eben draufsteht, aber halt so voll abgespaced irgendwie, wenn ich das so beschreiben kann. Sieht man auch nicht ganz, weil ein Teil ist hinter der Tasche verborgen, was ich auch ganz cool finde. Das wäre einmal der Fit 1A.
hätte ich nichts auszusetzen. Sieht sehr, sehr geil aus. Sieht nach einem geilen Fit aus, soll ich sagen, Freunde. Und der kostet 110 Euro. Wird immer ein bisschen teurer, wisst ihr mittlerweile. Aber ich habe mir sagen lassen, dass Racer Worldwide von der Qualität auch sehr, sehr gut sein soll. Könnt ihr generell gucken. Die haben echt viele Sachen am Start. Auch hier noch so Hoodies, so ein bisschen ausgefallener. Ist jetzt nicht so mein Style, viele Sachen. Aber zum Beispiel der Hoodie gefällt mir ganz gut. Den gibt es auch nochmal in Weiß. Hier könnt ihr sehen, das war einmal der Hoodie in Weiß. Falls ihr den cooler findet. Und ja, checkt sie gerne ab, 110 Euro. Ja, Freunde, es wird tatsächlich immer, immer teurer und wir sind jetzt bei 163 Euro mit diesem Hoodie hier von Pleasures, heißt die Brand, soweit ich weiß. Habe ich noch nie was von gehabt, aber ich finde die Farbkombo von diesem Hoodie irgendwie übel nice. Könnte ich, glaube ich, selber nicht tragen, weil ich bin, glaube ich, ein bisschen zu hell dafür. Aber dieses Babyblau mit diesem Fliederton, der sich im Bund widerspiegelt und nochmal auf dem Hoodie selbst mit diesem Pleasures Schriftzug, so quer und auch nicht gerade. Und ich muss sagen, gefällt mir ganz gut. Kostet 163 Euro, ist natürlich viel Geld. Auch der Fit sieht dementsprechend sehr, sehr nice aus. Hatte ich noch nie was von, ich kann euch nichts zur Qualität oder zu sonstigem sagen. Aber der sieht auf jeden Fall entspannt aus. Die Farbkombo so, habe ich auch so direkt noch nie in einem Hoodie gesehen. Und taugt mir. Ich find's cool. Ich find's cool, Freunde. Eine Brand, die natürlich auch in diesen Videos, wisst ihr mittlerweile alle, nicht fehlen darf. Represent könnt ihr hier sehen. Und diesen Hoodie habe ich im letzten die besten Videos zu den Zip-Hoodies auch schon vorgestellt, aber eben als Zip-Hoodie. Jetzt nochmal als Hoodie, weil ich finde den immer noch sehr, sehr nice. Wir haben so einen Washed Grey mit diesen Gelb-Akzenten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Hinten steht einmal Powered by Represent drauf, ist diese Racing-Kollektion gewesen. Auch der Fit sieht sehr, sehr entspannt aus, kostet 175 Euro, keine Frage, viel Geld. Aber die Qualität ist auch wirklich on point, kann ich schon so sagen. Ich bin da sehr zufrieden mit, generell mit Represent. Das war auch noch nicht der einzige Represent-Hoodie. Wir haben nämlich noch diesen hier. Den gibt es nämlich bei Farfetch und nicht bei Represent, weil da ist ja irgendwie ausverkauft auf der Seite. Und zwar dieser grüne. Den hatte ich tatsächlich auch mal. Hab den aber verkauft, weil ich den irgendwie nie getragen habe. Der Hoodie an sich ist geil. Ich finde das Printing richtig geil. So ein Puffer-Print. Represent mit diesem Gelb wieder. Mit diesen Rolls-Royce angelehnten Emilys, die hier so sind. Mit diesem blauen Patch, mit dem grünen. Ich finde den wirklich richtig geil. Aber ich habe den einfach nie angehabt. Deswegen habe ich den verkauft. Trotzdem immer noch ein sehr, sehr geiler Hoodie. Gibt es da jetzt nur noch bei Farfetch für 195 Euro, was, ja, ist das Resell? Ich glaube schon, weil die kosten, oder? Ich weiß gerade nicht genau. Vielleicht war der auch genauso teuer auf der Seite damals. Aber ein geiler Hoodie, könnt ihr auch gerne abchecken. Gefällt mir noch sehr, sehr gut. Und das wäre es einmal zu Represent. Die beiden Hoodies, der graue und einmal der grüne. Top! Kommen wir dann jetzt zu meinem Favorite Hoodie hier aus dem Video. Und zwar nämlich einmal dieser hier von Yeezy, Gap und Balenciaga. Sollten, denke ich mal, die meisten mitbekommen haben. Yeezy und Gap kooperieren zusammen mit Balenciaga. Das entsteht unter anderem. Und ich muss wirklich sagen, trotz dessen, dass der Hoodie eigentlich übel schlicht ist, wir haben nur ein Gap-Printing vorne und so einen Adler hinten drauf, der gar nicht mal so fresh aussieht, muss ich einfach sagen, dass mich die Waschung unfassbar catcht. Ich finde die Waschung, vor allem bei dem Piece, sieht geisteskrank aus. Wir haben so ein braun, beige, irgendwie sowas. Sieht aus, als hätte das irgendwie 10 Jahre im Keller gelegen. Aber es sieht einfach krass aus. Gibt es auch noch einmal in diesem, ich glaube, das ist so ein Navy. Hier in dem Navy gibt es auch noch. Und auch noch einmal in diesem Grau, Weiß, irgendwie so. Aber ich muss einfach sagen, dieser Colorway, geisteskrank, holt mich unfassbar ab. Nur leider 290 Euro, sehr, sehr teuer. Vorbestellung kommt erst am 1. Juli. Das heißt, da droppt das Ganze erst wahrscheinlich irgendwie so. Ja, ich muss einfach sagen, da catch ich mich. Ich glaube, der Fit ist auch krass. Der Fit sieht auf jeden Fall geil aus. Aber ich weiß nicht, ob es der Yeezy Fit ist oder ob es der Gap Fit ist. Keine Ahnung. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr es wisst. Aber ich muss sagen, der holt mich ab. Den finde ich wirklich krass. Ich mag es einfach. Soll ich euch sagen, Freunde? Ich finde ihn einfach geil. So, ich finde ihn wirklich sehr, sehr krass. Und das ist einmal mein Favorite Hoodie. Leider ein bisschen teuer. Aber der ist Hammer. Der ist echt sehr, sehr krass. Wirklich. Kommen wir dann jetzt zum letzten Hoodie hier in diesem Video. Und leider auch, wie soll es anders sein, dem teuersten. Und zwar nämlich einmal dieser hier von Misbehave für 335 Euro. Ich kann kein Mathe. Das sind 353 Euro. Was laber ich eigentlich? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss ich sagen, der Hoodie sieht an sich wirklich sehr cool aus. Ich mag das Konzept. Wir haben hier überall, ihr könnt sehen, diese offenen, gerippten Nähte. Dann haben wir noch so andere Stoffeinsätze mit so einem anderen Grau. Sieht auf jeden Fall so aus. Wir haben hier immer so ein helles Grau. Und ich glaube, das hier ist so ein dunkles Grau irgendwie. Und das finde ich optisch sehr, sehr geil. Auch gerne. Ne, ich mag es einfach. Ich finde es geil. Aber der Fit sieht irgendwie nicht so krass aus. Sieht so normal aus irgendwie. Und da weiß ich, ob der Fit so geil ist. Aber ich muss sagen, rein vom Optischen gefällt mir der Hoodie sehr, sehr gut.
Nur ist mir leider viel zu teuer. Falls irgendwer den geil findet für den Preis, gönnt ihn euch. Mir persönlich wäre es zu teuer, aber ich finde trotzdem das Konzept sehr, sehr geil und kann man auf jeden Fall auch mal abchecken. Und das wäre einmal der letzte Hoodie für dieses Video, Freunde. Wir haben es geschafft. 15 Hoodies, XXL-Video. Ich bin fertig und ich hoffe, ihr seid jetzt alle glücklich. So, Freunde, das wäre es dann auch mit dem Video gewesen. Wie immer, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspo bieten. Ich hoffe, der ein oder andere ist vielleicht jetzt ein Euro ärmer in der Tasche, weil er sich einen Hoodie gegönnt hat. Wie gesagt, Links alle in der Beschreibung. Ich fand wirklich jeden Hoodie sehr, sehr geil. Hätte ich genug Geld, würde ich, glaube ich, jeden kaufen. Aber das ist leider nicht der Fall. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt, wo ihr sagt, Jan, der Hoodie ist krass, den hast du vergessen, schreibt es in die Kommentare. Ich habe generell auch sehr, sehr gerne einen Kommentar. Lasst ein Abo da, kostenlos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, genießt noch den Donnerstag, genießt das gute Wetter und ciao.